Ja, Ladies and Gentlemen, ist wieder soweit. Overwatch 2, es funktioniert endlich so, wie es funktionieren sollte. Wir werden heute Kiriko ausprobieren. Kiriko, neuer Hero, neuer Heiler. Soll unfassbar cool sein. Ich habe Videos gesehen, da finde ich sie richtig. Egal, wir werden sie uns auf jeden Fall angucken. Bleibt auf jeden Fall dran. Wenn ihr noch nicht abonniert habt, kann das gerne kostenlos nachholen. Würde mich sehr freuen. Wir stehen kurz vor den 1000 Abonnenten. Würde mich sehr, 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 sehr doll freuen. Und auch doll unterstützen. Ab 1000 Abonnenten gibt es eine kleine Verlosung. Frag mich bitte nicht, warum ich da nichts mehr gesagt habe. Video ab dafür, dann sage ich es ihm im Nachhinein. Haut rein. Ja, da sind wir auch schon im Game. Kiriko, wie siehst du tolle Dame aus? So siehst du aus. Ah ja, stimmt. Ich habe den Battle Pass. So sieht sie normal aus. Ich finde das Skin an sich cool. Was ich aber nicht verstehe, der okay, der sieht ganz anders aus. Legendär, okay, ist in Ordnung. Der hier, was ist das? Das ist ein legendärer Skin, der genauso. Das hier ist in meinen Augen ein legendärer Skin. Der sieht super nice aus. Der ist cool. Allein die Kuh nice. Aber was kann diese kleine süße Maus überhaupt? Was kann diese süße, hübsche Dame überhaupt? Wir werden es erstmal probieren im Trainingsbereich. Dann nehmen wir erstmal Overwatch 2. Kiriko. Auf Schießtaste macht sie den hier oder was? Okay. Kann man das hier irgendwie... Aha, geil. Helden wechseln. Kiriko. Ja, nee, aber ganz safe. Gar kein Bock auf den Scheiß hier. Die mehr Feuermodus. Der muss auf den hier und der hier auf den. Okay, hat funktioniert die Umstellung. Oh mein Gott. Und auf Buddy? Okay, auf Buddy macht sie sehr Lütten-Damage. Ist also eher unwahrscheinlich, dass du Leute auf den Kopf triffst. Ich weiß nicht, wie ich das finden soll, dass sie so stark ist auf Kopf. Also ihre Nachladeanimation ist cool. Sieht das anders aus? Ah ne, sie macht direkt einmal. Ah ne, man kann auch tabben. Okay, das ist cool. Wie viel macht sie so eine Tracer? Sprich also, wenn du im Nahkampf bist, kannst du den hier... Ja. Ist nice, was kann Kiriko noch? Ach, das war ihre E! Oh Mann, das war ihre E! Das ist das, was wir im Trailer gesehen haben. Da hier mal kurz eingeblendet, sie kann... Also Unsterblichkeit ausführen. Keine Ahnung, was das für eine krasse Scheiße ist. Sie kann einfach ihre Teammates unsterblich machen. Das ist geisteskrank. Jetzt sieht man hier durch die Wand. Links umschalten. Ah, das ist ja schon wieder so ein Ding, ne? Kann sie sich across the map beamen? Geht das? Oder ist sie super scheiße? Ist das Heal eigentlich stark? Finde ich ja. Kommen wir zu der Ult. Was macht die Ult? Also in dem Trailer, nochmal hier eingeblendet, in dem Trailer sehen wir ja, dass da ein Fuchs spawnt. Da unten auch, da unten da in der Ecke ist ja auch dieses Fuchs-Icon. Ja. Also wir sind auf jeden Fall schneller. Oh, da ist ein Fuchsi. Oh, wir schießen deutlich schneller. Oh mein Gott, oh mein Gott. Das Aim ist aber ganz eklig. Das Aim ist ganz, ganz, ganz eklig. Neue Map sogar. Wir testen sogar direkt eine... Ich hab die PS angeschaltet, bin ich dumm? Oh! Pariso. Kiriko. Also vom Design her gefällt sie mir sehr gut. Vom Design her ist schon wirklich cool. Gut. Also, Kiriko, wie lässt sie sich spielen? What's up? Oh, Digga. Ach ja, sie ist eine Shimana-Frau, ne? Die kann klettern. Das ist ja cool. Darauf muss ich erstmal klarkommen. Guck mal, da ist sogar mein Kollege. What's up? Konnichiwa, was macht sie als Emote? Okay, nichts Besonderes. Moin, grüß dich, mein Lieber. So, let's go. Oh mein Gott, der ist aggressiv. Kann mich irgendwie selber herren? Ja, mit der Bombe, ne? Oh mein Gott. Ich hasse Healer. Oh mein Gott, ist das cool. Diese Geräusche mag ich gerne.
Oh mein Gott. Ah, mein Team ist scheiße! Bitte! Oh mein Gott! Oh. Ja! Oh! Oh! Wird ausgelöscht! Oh mein Gott! Okay, jetzt holen wir den TP. Oh mein Gott. Ah! Mann, warum ist Kiriko so scheiße? Bin ich sehr scheiße? Okay, okay, okay. Was willst du machen? Los geht's. Probieren wir den Fuchs aus. Los, geht ran da jetzt. Ja. Oh mein Gott. Ah! Okay, okay. Oh, ja! Schön ins Gesicht geworfen, den Pack. Und da haben wir es. Guck, der Kiriko Main. So nämlich. So. Für eine geile Mucke hier. Sehr gut. Oh. Der andere Kiriko Main jetzt hier. Die sind so kacke. Dieses Klettern ist cool mit so einem Healer. Wusste ich. Habe ich gerochen. Digga, was ist los mit dir? Oh mein Gott. Nee, 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 mein Lieber. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ist das cool. Oh mein... Was ist los mit dir? Echo, also wirklich. Echo! Los jetzt! Holt euch diese Scheiß... Ja! So nämlich. Guckt euch den Kiriko Main an. Also es ist schon cool, muss ich sagen. Es gefällt mir schon. Finde ich schon witzig. Muss ich noch weiter runter oder was? Mm.
Das war gut. Oh Gott, die Granate wurde jetzt geflogen. Deswegen spiele ich keine Healer. Genau aus diesem Grund spiele ich nie Healer. Weil ich Healer hasse. Ich hasse Healer. Oh Mann! Sehr gut. Jetzt! Jetzt aber! Ja! Los geht's jetzt! Voll Reiner! Der Kiriko Main nämlich! Ja! Was ist mit dem los? Aber AFK. Nein! 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 Ja, also cool ist sie. Deswegen spiele ich keine Healer. Aus diesem Kackgrund. Ne, bin froh, dass es vorbei ist, bin ich euch ehrlich. Also wirklich, Healer sind ja so kacke, ne? Johnny Rakete. Was für eine Scheiße. Nee, 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 komm. Geben wir uns auch gar nicht erst die Kacke. Also wirklich, Kiriko Fazit. Ich mag sie nicht. Auf gar keinen Fall. Ich werde sie nie wieder spielen. Danke.